Hallo, liebe Welt. Heute wollte ich euch mal ein Konzept vorstellen, das ich für ziemlich fundamental halte, wenn man die Entwicklung der Medien betrachten will. Und zwar geht es hier um das Konzept One-to-One, One-to-Many and Many-to-Many. Sprich, einer zu einen, einer zu vielen und viele zu vielen. Das Konzept stammt von Clay Shirky. Fangen wir mit dem ältesten dieser drei Konzepte an. Und zwar stammt es aus der Zeit, in der die Sprache erfunden wurde. Und zwar ist es das Prinzip One-to-one, sprich einer zu einen. Eine Person spricht mit einer anderen Person und der Informationsaustausch findet direkt zwischen den Leuten statt. Das war der Hauptkommunikationsweg, bevor die Massenmedien erfunden wurden. So, dann kam Gutenberg, hat die Druckerpresse erfunden und dadurch wurde die massenweise Herstellung von Medien auf einmal möglich. Und das sorgte dafür, dass eine Botschaft auf einmal von einem Absender, ob es jetzt ein Buchautor war, oder zum Beispiel ein Zeitungsverlag, später auch Radio und Fernsehen zu ganz vielen Leuten. Ja, das ist kein hübscher Mensch, ich mache es trotzdem. Zu ganz vielen Leuten übertragen wurde. Das Entscheidende hierbei ist aber, im Gegensatz zu dem, was ihr vorher gesehen habt, gibt es hier nur noch eine Richtung, in der kommuniziert wird. Sprich, dieses Prinzip des One-to-Many unterscheidet sich schon erheblich von dem Prinzip, was wir davor hatten, das One-to-One, wo jeder auch immer auf die Argumente des anderen antworten konnte. Gegenüber der Zeitung hat man nur ganz wenige Möglichkeiten, man kann einen Brief schicken, aber der Aufwand ist nicht gleichmäßig verteilt. Der Aufwand für eine Zeitung, 1 Million Menschen zu erreichen, ist viel, viel geringer, als dass 1 Million Menschen umgekehrt eine Zeitung erreichen können. Das aktuelle Prinzip, das durch das Internet aufgekommen ist, heißt Many-to-Many, also viele können mit vielen kommunizieren. Ich mache jetzt erstmal nicht so viele, sonst muss ich zu lange zeichnen. Aber das Interessante daran ist auch, dass zum Beispiel er hier einfach eine Nachricht an alle drei kommuniziert. Zum Beispiel über ein Forum. Er spricht ihn nochmal drauf an. Er leitet es weiter an den Nächsten. Hier findet eine Diskussion zwischen den beiden statt. Er schaltet sich hier in eine Diskussion mit ein. Und so weiter. Sprich, man hat hier in dieser Many-to-Many-Organisation gibt es kein wirkliches Mittel mehr. Es kann auch sein, dass zum Beispiel er die erste Nachricht verbreitet und an dieser Stelle halt dann dieser wichtigste Vermittler sitzt, der dann überhaupt erst die Diskussion ans Rollen bringt und so weiter. Also es ist nicht mehr ganz klar zu sagen, wer jetzt Absender ist, wer Empfänger ist. Sprich, bei Many-to-Many herrscht erstmal ein großes Chaos und wir sind gerade erst dabei, uns an diesen Grundsatz zu gewöhnen. Es ist aber nicht so, dass eines dieser Prinzipien die anderen Prinzipien ersetzt, sondern es ist immer so, dass diese Prinzipien ergänzt werden. Zum Beispiel, die One-to-One-Kommunikation findet immer noch statt, wenn zum Beispiel der Reporter mit jemandem spricht. Aber, wenn jetzt dieser Reporter das wieder an die Zeitung weitergibt, dann gibt es an die Zeitung weiter und die verteilt es wieder an viele. Sprich, hier ist zum Beispiel zum einen die One-to-One-Kommunikation, aber am Ende auch wieder die One-to-Many-Kommunikation. Die Medien haben sich also haben beide Prinzipien auf einmal aufgenommen. Ja, auch das Many-to-Many-Prinzip lässt sich heute nicht mehr ignorieren. Selbst wenn man sowas hat wie zum Beispiel den Tatort, der dann in einem Fernseher, ich weiß nicht, ob man sich noch an diese alten Fernseher erinnert, aber ich male das mal so. Der Tatort, der im Fernseher läuft, wird erstmal an viele übertragen. Aber heute findet zum Beispiel über Twitter immer parallel auch eine Diskussion über den Tatort statt. Sprich, es ist für diese Medien, auch wenn sie hier eigentlich keinen Rückkanal haben, nicht mehr zu verhindern, dass ein Rückkanal entsteht. Und dass auch zum Beispiel manche Leute über diese Kommunikation erst von dem Sender erfahren, also indirekt, weil er zum Beispiel auch ihm bei Twitter followt, indirekt davon mitbekommen und dann wieder eintragen. Sprich, man kann nie ganz klar zwischen diesen Prinzipien unterscheiden, weil einfach jedes Prinzip zu jeder Zeit in jeden Zustand übergehen kann. Aber auch der umgekehrte Weg ist jederzeit möglich. Sprich, Leute gucken den Tatort und unterhalten sich dann auf der Arbeit einer zu einem über den Tatort oder
Wie heißt? Oder ein Beitrag auf der Facebook-Wall wird zum Beispiel aufgenommen von der Zeitung. Oder zum Beispiel auch von einem Gespräch. Sprich, es gibt immer die Möglichkeit, dass eine Form in die nächste übergeht. Okay, das war meine erste kleine Lektion. Keine geilen Zeichnungen, aber ich hoffe, ihr konntet ein bisschen verstehen. Bis zum nächsten Mal. Wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch das Ganze abonnieren. Irgendwo hier oder hier ist meistens dieser Button dafür. Und ich freue mich natürlich über Kommentare. Also wenn ihr mir sagen wollt, wenn ihr Themen habt, die euch dazu interessieren, was man übers Internet auch lernen soll, dann habt keine Angst und schreibt es. Ich freue mich auf jeden Fall über das Feedback.